Willkommen zurück zu Resident Evil 2. Auf dem N64. Verdammt, ich habe die Einleitung versaut. Ja, Resident Evil 64, aka Resident Evil 2 auf dem N64. Egal. Ja, Leute. Wir sind schon ziemlich weit mit der Erkundung des Reviers. Der linke Flügel ist so gut wie abgeschlossen. Das ist unser nächstes Ziel. Ja. Wir waren im Staff-Büro. Haben die roten Juwelen eingesetzt. Ja. Und haben nebenbei noch ein bisschen über Beta-Version und was wäre wenn gequatscht. Ja. Was wäre wohl oder was könnte wohl sein, wenn zum Beispiel Resident Evil 1.5 wirklich erschienen wäre? Und warum renne ich hier wieder da ausgeschmiert? Ja, ihr seht, auch wenn die Zombies viele sind, aber ja, man kann sich doch allem ganz gut umgehen. Nur leider bin ich nicht so wirklich in der Übung, um das mit allen Gegnern hier zu machen. Sonst, ja, für einen Speedrun müsste ich mich erstmal wieder ein bisschen einspielen. Also das Spiel mal wieder ein bisschen suchten. Ja, gut, so schlimm auch nicht. Mir fehlt auf jeden Fall, um es kurz zu sagen, noch ein bisschen mehr Übung. Ey, das war gerade fies. Mit euch hatte ich echt nicht mehr gerechnet. Zumal ihr vorher nicht da wart. Okay. Und wieso habe ich keine Waffe ausgerüstet? So. Von euch vorbei zu stehlen, habe ich auch gerade keine Lust. Darum versuche ich euch umzuholzen, was natürlich nicht so klappt. Oh Gott, ich muss mich heilen. Ja, ja, das meine ich mit Übung. Da. So, jetzt leckt mich. Diamond Key benutzt. Und mal nachladen. Ja, ist euch aufgefallen, dass in der ganzen Meute nur eine Frau dabei war? Ich weiß auch nicht, weibliche Zombies sind in Resident Evil Spielen meistens deutlich in der Minderheit. Ja, sei es nun in Resi 2, Resi 3. Ja, in allen eigentlich. Das einzige Spiel, wo ein paar weibliche Zombies mehr vorkommen, ist wirklich Operation Raccoon City, aber ja gut. Hey, das Fach können wir mit dem Dietrich knacken. Und bekommen dafür Plastiksprengstoff. Okay. Hm. Das könnte benutzt werden, um die Wand zu zerstören. Wo der Helikopter den Weg blockiert. Hm, doch wir brauchen noch einen Detonator. Hm. Wo sich der wohl auftreiben lässt. Aber hey, das ist wohl die Asservatenkammer, wo alles soweit aufbewahrt wird. Und hier hinten liegt noch ein Film. Sehr schön. Moment, war hier nicht noch irgendwo... Nein, war nicht. Lieber nochmal zur Sicherheit. Alles ablatschen hier. Nee. Gut. Ist auch nichts mehr. Gut, dann entriegeln wir mal diese Tür. Naja. Plastiksprengstoff. Hm, das kann einem schon was sagen. Wir haben ja...
für einen Patrouillenbericht gefunden, wo jemand ein seltsames Individuum gesehen hat, was aber geflohen ist. Ja, und zu den Sachen, die da zurückgelassen wurden von dem Geflohenen, ja, gehört auch der Plastiksprengstoff. Was es mit dieser Gestalt nun auf sich hat, wird nie konkret geklärt. Allerdings wird davon ausgegangen, dass sie zum Team von Hank gehören oder gehört hat. Komme nicht zu nahe, Kerlchen. So. Ah, vielleicht soll ich doch ein bisschen mehr mit dem Granatwerfer spielen. Hier mit der Pistole rumzueiern, das dauert mir fast zu lange irgendwie. Ich weiß auch nicht. Gut. Hier liegt der Detonator. Sehr schön. Wir können jetzt euch ja nochmal kurz checken. Ja, genug C4, um eine Wand zu zerstören. Doch es braucht einen Detonator. Ist ein... ja, ein Detonator. Alleine nutzlos. Was machen wir denn nur? Kombinieren! Und wir haben... eine Bombe plus Zünder. Gut. Fehlt nur noch der richtige, ja, Ort, um das ganze Paket zu platzieren. Wo es hin muss, wurde ja schon verraten. Yay, wir sprengen uns den Weg frei beim lieben Helikopter. Helikopter. Da, 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 hier noch was. Muni. Gut, und wieder verweise ich mal hier auf die ganzen schönen Partyhütchen. Ich hätte die Feier mal wirklich gern gesehen, die man hier geplant hat. Brief an Leon. An Leon S. Kennedy. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Versetzung zum Polizeirevier von Raccoon City. Wir freuen uns alle, Sie als neuen Kollegen begrüßen zu können. Und wir versprechen, Sie gut zu behandeln. Willkommen an Bord, die gesamte Belegschaft des Raccoon Police Department. Ja. Leons... ja, Willkommensparty wäre das gewesen. Doch es hat nicht sollen sein. So. Damn, da fällt mir was ein. Ah, ich habe ein was noch gar nicht, erklärt. Wir haben ja letztens im Staffbüro einen Brief von Rebecca Chambers gefunden. Und da, der war doch unterzeichnet mit Rebecca Chambers Staff Alpha Team. Vielleicht habt ihr euch da gewundert, warum da Alpha Team stand. Yay, entriegelt. Aber ich drehe trotzdem um. Oder drehe ich um? Ach komm, den Film entwickeln wir später. Jetzt keine Lust drauf. Ja, warum stand da Rebecca Chambers Alpha Team? Ganz einfach. Bei der Mission von Resi 1 sind einfach zu viele Leutchen abgenippelt. Es gab zu viele Tode. Zu viele Opfer. Und ich brauche einen Granatwerfer. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, das Staff Bravo-Team komplett aufzulösen. Rebecca Chambers, die einzige Überlebende des Bravo-Teams, ja, stieg demzufolge halt ins Alpha-Team auf. Oh Gott, 40 Granaten, ey. Seite des Wahnsinns. Ja,
Und wie aus Hintergrundmaterialien, wie jetzt den Resident Evil Archives, also diesem Buch, hervorgeht, hatte man sogar vor, die Staff komplett abzuschaffen und dafür eine Spezialeingreiftruppe auf die Beine zu stellen. Ja, diese Eingreiftruppe gab es auch wirklich so zu sehen. Wer das Intro von Resi 3 kennt, ich weiß, was aus dieser Truppe geworden ist. Man erkennt sie an ihren Uniformen. Lass mich los. Die ja doch ein bisschen anders aussehen als normale Uniformen. Ja, es ist dieselbe Art von Uniform, wie sie auch Leon trägt. Ja, Leon hätte ebenfalls zu dieser Truppe dazustoßen sollen. Jedoch hat er gerade in seinem ersten Tag verpennt und ja, kam einfach zu spät. Dumm gelaufen, dumm gelaufen. So. Ja. Rebecca ist also zum Alpha-Team aufgestiegen. Das ist aber auch das Letzte, was man aktiv von ihr gehört hat. Was danach aus Rebecca geworden ist, ist bis heute, also bis ja, Resi 5 nicht bekannt. Vielleicht erfährt man ja im kommenden Teil 6 ein bisschen dazu, aber viel Hoffnung habe ich da ehrlich gesagt nicht. Das würde mich sehr freuen, denn ja, man weiß, was aus Barry geworden ist. Also man weiß, dass Barry Chris nach Europa begleitet hat. Da stand in dem Tagebuch von Chris. Aber es ist verdammt nochmal nicht mal bekannt, ob Rebecca aus Raccoon City rauskam. Mein Gott, Capcom, was habt ihr euch dabei gedacht? So, noch ein kleines Easter Egg. Man kann es gerade ein bisschen schwer lesen. Auf dem Holzbrett hier, ganz links am Rand, steht etwas Rotes auf den Holzbrettern. Da steht Red Room. Red Room. Wer Stephen Kings Shining kennt, dürfte das Wort, was sagen. Diamond Key benutzt und aufgebraucht. Sehr schön. Und ich habe gerade einen Fehler gemacht. Deswegen drehe ich nochmal kurz um. Da-da-da-dam. Hoffentlich habe ich den... Da habe ich da noch nicht was Bestimmtes getriggert. Da-da-da-da. Gehst du da bitte rein? Dankeschön. Ja. Ich kann das Spiel ja leider... Verdammt, er ist getriggert. Der Licker ist da. Tag. Ist gut. Feuergranaten. Yay, und hier liegen Brandgranaten. So, Moment, jetzt habe ich einen Faden verloren. Nichts Wichtiges. Gut. Dann würde ich mal sagen, liegt hier noch was? Auch nicht. Gut. Ja, ich habe gerade den Faden verloren, worüber ich gerade noch geredet habe. Verdammt, das ärgert mich jetzt selber. Ja gut, egal. Wie dem auch sei, gehen wir einfach mal weiter. Ja, ich habe halt jetzt gehofft, dass ich diesen Licker da drüben noch nicht getriggert habe. Weil im Arsenal haben wir ja gesehen, der ist normal nicht da, sofern dieser Raum hier nicht aufgeschlossen ist. So. Noch ein rotes Kraut brauche ich nicht.
Schöner Spionspiegel. So, ich will das hier. Den Adlerstein. Gleich nochmal kurz betrachten. Ja. Ey, aber wie man hier mit Granaten zugeballert wird, ist ja unmenschlich. Ah, der Licker ist tot, deswegen, ja, jumpt ja auch mal keiner durch. Sehr schön. So. Dann muss ich mal kurz überlegen. Da unten ist noch versperrt. Ja, damit ist Zeit, die Bombe platzen zu lassen, hä? Auf hoch zum Helikopterwrack. So. Ich bin echt noch am Überlegen, was ich da... Bevor ich... diesen Schlüssel verwendet habe. Bevor ich da noch geplaudert habe. Mein Gott, manchmal ist mein Hirn echt... wie ein Sieb. Na egal. Einfach mal nach, dem Part der Aufnahme angucken und dann wird es mir schon wieder einfallen. Dann kann ich den nächsten Part dann wieder ansetzen. Sottele. Da. Ach, Moment, da können wir doch gleich noch mal schnell unser Inventar leeren. So. Gut. Ich komme wirklich nicht mehr drauf. Oh, ärgerlich. Na egal, hilft nix. Dann muss ich mir eben ein anderes Thema suchen. Aber erst einmal... ein bisschen Item-Management. Granaten habe ich erstmal genug. Das Kraut kann weg. So, den Detonator brauchen wir. Und was ich noch mitnehme, ist gleich... der zweite Stein hier. Genau. Genau, jetzt muss ich kurz überlegen, wie es dann weitergeht. Genau, mehr brauche ich erstmal nicht mitzunehmen. Den Rest, der Rest dürfte sich eigentlich dann so ergeben. Ja, dann machen wir uns mal auf, um hier ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ja, werft nochmal einen letzten Blick auf das Wrack hier. Hier an diese zerbrochene Tür klatschen wir die Bombe. Bring uns in Sicherheit. What the fuck? Boom. Ja, und das war der große Knall. Hat ein schönes, ja, Loch in die Wand gerissen. Und wisst ihr noch, als wir das erste Mal an dieser Stelle vorbeigegangen sind, haben wir doch einen Schrei gehört. Oder nicht? Was sind wir denn jetzt? Hallo? Oh. Ein... Mädchen. Oh. I'm terribly sorry. I thought you were another one of those zombies. Are you Chief Irons? Yes, that's me. And just who are you? No, don't bother telling me. It makes no difference. You'll end up just like all the others.
That's the mayor's daughter. I was told to look after her, but I failed miserably. Just look at her. She was a true beauty. Her skin nothing short of perfection. But it will soon putrefy and she will turn into a zombie within the hour like all the others. There must be some way to stop it. In a manner of speaking, there is. Either by putting a bullet through her brain, or by decapitating her completely. And to think that taxidermy used to be my hobby. But no longer. Please. I'd really like to be alone now. Das ist also Chief Irons, der Polizeichef von Raccoon City. Ja, diese, ja, doch etwas suspekte Persönlichkeit, von der wir schon einiges gelesen haben. Gut, hier sind einige ausgestopfte Tiere und ja, ein paar Trophäen. Das ganze Zimmer wirkt recht altertümlich, also recht alt. Hier im Regal stehen ein paar Bier- oder Weinflaschen. Ein Kronleuchter an der Decke, also selbst in dem Büro bleibt das Revier seinem Status als ehemaliges Museum irgendwie treu. Aber hey, wir haben ja schon gehört, dass der Polizeichef eh einen gewissen Kunstfabel hat. Und ja, auch das macht dieser Raum mehr als deutlich. Aber gut, der Chief will nicht mehr mit uns reden. Deswegen gehen wir wieder weiter. Eieiei. Ein ausgestopfter Tiger. Und was für ein großer. Eindrucksvolle Pose, muss ich ja schon sagen. Ein langer Gang. Ah, schade, dass man hier die Gemälde an den Wänden nicht sehen kann. Man kann hier nur vielleicht einen Blick drauf erhaschen, aber das ist wieder so ein Moment, wo ich mir wünsche, mit Resident Evil 4 Steuerung hier durchmaschinen zu können und mir alles genau angucken zu können. Ah. Aber ich glaube, das wird erstmal, ja, Wunschdenken bleiben. Hm? Da waren Schritte. Hallo, läuft jemand vor uns weg? Da ist niemand. Oh. Sehr, sehr komisch. Und hier ist es sehr dunkel. Tagebuch der Sekretärin, 8. Juni. Als ich heute das Zimmer des Chefs aufgeräumt habe, kam er plötzlich mit hochrotem Kopf hereingestürmt. Ich arbeite hier erst seit 2 Monaten, aber das war schon das 2. Mal, dass ich ihn so erlebt habe. Das letzte Mal war er so wütend, als ich die Statue angerempelt habe. Aber diesmal hat er sich sogar noch schlimmer aufgeregt. Einen Moment lang hatte ich wirklich Angst, er würde mich schlagen. 15. Juni. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, was der Chef verheimlicht. 15. Juni. Ich habe jetzt endlich herausgefunden, was der Chef verheimlicht hat. Wenn er herausfindet, dass ich es weiß, ist mein Leben in ernster Gefahr. Es wird schon spät. Ich muss mich jetzt wohl von Tag zu Tag durchschlagen. Da hat die Sekretärin doch irgendwas herausgefunden, hm? Aber wer ist da von uns nur abgehauen? Komm, erstmal Licht machen hier. Gut, da sehen wir schon ein bisschen mehr. Können uns hier mal ein bisschen was umsehen, aber. Hm? Wer bist denn du? Wait. Hier geblieben. Let me go. Easy, easy there. I'm not a zombie.
You're safe now. My name's Claire. What's yours? Sherry. Do you know where your parents are? They both work at the Umbrella Chemical Plant, near the city limits. The chemical plant? Then what are you doing here? My mom called and told me to go to the police station because it was too dangerous to stay at home. From the look of things, I'd say she was probably right. But it's dangerous here as well. You'd better come with me. But there's something out there. I don't know what it is, but I saw it. Much larger than any of those zombies. And it's coming after me! What was that? That's what I was telling you about! It's here! Sherry, wait! Aha. Sherry. Die Kleine kann doch nicht einfach so abhauen. Schnell hinterher. Vielleicht, ja, vielleicht kann der Chief sie aufhalten. Kann ich mal nachgucken. Aber was war das für ein komisches Brüllen? Ihre Eltern arbeiten im Chemiewerk an der Stadtgrenze? Chief? Sehr seltsam. Das Mädchen ist weg. Der Chief ist weg. Alles sehr seltsam und mysteriös. Und noch mysteriöser ist der Knopf, der hier ist. Ja. Und genau hier machen wir dann im nächsten Part weiter. Bis dann, Leute.